Sagan. Und hallo und herzlich willkommen in Frankfurt bei der Eintracht. Und ihr seht hier bei mir auf dem Ladebildschirm die Auslosung vom DFB-Pokal der ersten Runde. Und heute mit dabei, der das Let's Play mit begleiten wird. Das heißt mit dabei heute. Ja, halt heute zusammen. Dabei. Du bist heute dabei. Ja, also nehmen wir eine Nationalmannschaft? Hi, nee, Leute. Nee. Gut. Nur Frankfurt. Ich würde sagen, ich starte mal die Auslosung des DFB-Pokals. Hey, aber sag noch nicht, welches Team du hast. Ich starte jetzt auch gleich. In 3, 2, 1, jetzt starte ich. Mache ich schnell oder mache ich langsam? Ich mache schnell. Gut. Ich mache jetzt auch schnell. Meine Partie steht. Deine gegen? Auch? Ich spiele in Aachen. Ich spiele gegen Köln. Viktoria Köln. Okay. Dann seht ihr hier, wir spielen gegen TSV Alemannia Aachen. Gucken mal, wo spielt denn, gegen wen spielt Hansa Rostock? Oh, Hansa Rostock spielt gegen Augsburg. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, Ladebildschirm ist noch ein älterer, den habe ich noch nicht aktualisiert. Gehen wir mal weiter. Saisonziel. Ich sag ja, gesichertes Mittelfeld, sag ich. Ich habe oberes Mittelfeld. Und dann würde ich auch noch auf Viertelfinale will ich schon erreichen. Ich habe dritte Runde. Da habe ich Viertelfinale. Oh, auf jeden Fall haben wir gutes Budget. Man kann auf jeden Fall noch mal so ein oder zwei... Wie viel hast du? Also ich habe für Transfers 10 und für Gehälter 9. Wie viel hast du Bargeld? 38. Ja, ich habe auch 38 und ich habe Gehälter 6,9 und Transfer 7,6, aber Baukosten habe ich dafür auch 6,5. Baukosten habe ich 8,2. Und sonstiges? Habe ich 1,4. Ey, Digga, was? Also hier seht ihr aber meine zwei künftigen Neuzugänge. Wen denn? Einmal Kahn Eihahn. Ist eine Laie, der ist da wirklich hingegangen. Geh mal in dein Team. Und Janni Regesel von Hertha BSC. Spielst du mit 2013 oder 14? 13, aber ich habe ja die Datenbank-Update. Okay, Epic Fail, ich muss nochmal starten. Warum? Naja, ich kann nicht meine besten Spieler noch verletzt lassen bis 2015, ne? Du musst es ja ein Jahr runtersetzen, ne? 2 Jahre. Ja, meine ich ja. Hier haben wir Gacinovic. Das ist ein Talent wirklich, wo ich mir viel von erhoffe, dass er auch vielleicht sogar mal ein paar Spiele spielen wird. Das ist natürlich jetzt, die Taktik ist natürlich kacke. Sag ich mal so. Vaclav Katlec. Der hat auch auf jeden Fall hier nichts zu machen. Ja, ich würde das anders. Ich würde mein Team auf jeden Fall anders ausstellen. Ich würde das in der Art, ich würde mit zwei Stoßstürmern spielen. Ne, mit einem Stürmer. Mit einem Offensiven. Und mit einem Zentralen. So. So eine Art. So möchte ich spielen. Und dann aber richtige Mittelfeldspieler hier. Eigentlich eher schon Außenflügelstürmer. Na gut, dann setzen wir sie lieber auf rechtes Mittelfeld runter. Wen setzt du runter? Nee, ich mach grad meine Ausstellung per Hand selber. Ach so. So. Viel Spaß dabei, ne? Hä? Viel Spaß dabei. Ja, bin doch schon. Nee, das ist schief. Sieht nicht gut aus. Mittig, ja, das passt so auf jeden Fall. Ja, ist gut. Aber ich glaube. Hochschlagen, dass wir diese Phase, diese erste Aufnahme ein bisschen länger machen. Das heißt, ein bisschen länger, so circa eine Viertelstunde. Und versuchen, die Vorbereitungsphase schon diese Folge so gut wie fertig zu bekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Dass wir nächste Woche, nur noch durchklatschen müssen, sozusagen die Testspiele und so. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, Kin Zombie kommt dann erstmal mit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Abraham ist auch ein Neuzugang. Arthur! Abraham! Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Chandler und Ahmed, Abraham und Zambrano. Russ ist nur Bankwärmer. Wieso das?
Konstant Jakpa. Nennen wir Russ doch noch mit auf der Bank. So, so, so. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal mit Flumla spielen. Ja, wen nehmen wir denn da noch mit als OM? Zurzeit würde ich mitnehmen Mijat Gacinovic. Der kann da hoffentlich auch spielen. Ja, kann er. Muss er. Und, ja, nö, dann mache ich so, dann passt das. Auf jeden Fall brauche ich auf jeden Fall ein paar... Das passt hier alles noch. Der Kader gefällt mir gerade gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt gerade gar nicht, dass ich jetzt nicht weiß, wen ich jetzt beim DFB-Pokal bekomme. Ich brauche... Nicht, da davor war das ja ein guter Verein. Da würde ich sogar Gacinovic spielen lassen. Aber ich brauche auf jeden Fall... Okay, Kickers Offenbach dieses Mal. Ich spiele also gegen Kickers Offenbach. Ja. So, ein Tor weiß ich noch nicht, ob da jetzt der Radetzky spielen wird oder Heinz Lindner. Das ist auf jeden Fall noch nicht safe. Das wird auf jeden Fall werden die abwechselnd die Vorbereitung spielen. Auf R6 steht das auch noch. Ey, nee. Wir haben auch keine zweite Mannschaft. Das ist ja das Problem. Das heißt, wir können mal gleich hier die ganzen Spieler alle verleihen. Können alle, die nicht spielen, können alle gleich irgendwie Regionalliga. Wie stark ist der Stürmer bei denen? Ja, du kannst auf jeden Fall, wenn ihr den haben wollt, kriegt ihr den auch. Yep. Oha, ich spiele ohne Alexander Meyer bis zum 8.9. und ohne Bamba Andersson bis zum 31.7. Das sind beides ja nicht mal so eine gut schlechten Spiele. Welchen Torwart verleihe ich noch? Emil Nazim würde ich jetzt nochmal verleihen. Ah, den kann ich nur verkaufen. Yannick Sumak kann ich. Ah, den kann ich auch nur verkaufen. Dann würde ich auf jeden Fall von Emil Nazim Baliev Option ziehen. Hat er erstmal bis 18 einen neuen Vertrag. Und hast du jetzt auch irgendwie noch eine Option? Weil sonst muss ich mit dem neue Vertragsgespräche führen. Du bist für die Amateurmannschaft. Denkst du jetzt etwa was anderes, du dummer Vollidiot? Er denkt einfach mal, dass er mit 50 Stammspielern in der ersten Mannschaft sein kann. Das ist falsch. Ja, warum, was machst du denn? Ja, was kaufst du gerade? Ich kauf gar keinen. Ich tu gerade Spielerverträge verlängern. Achso. Nee, mehr als 50.000 kriegst du auch nicht. Also richtig jetzt zu verleihen. Jetzt kann ich dich verleihen. Ich mach eine kleine, ich glaube, Amerika-Tour. Wie stark ist euer Torwart? Kannst du da auch Stammtorwart spielen? Ja, könntest du. Da musst du dich aber durchsetzen. Und das will ich ja, dass du das schaffst. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir auf den Transfermarkt mal gucken. Ne, erstmal mache ich jetzt Kalender. Mach ich auch als erstes. Ich mache eine Amerika-Tour, eine Nordamerika-Tour. Ich würde jetzt mal kurz sagen, weil ich das jetzt auch nicht das Video 50 Minuten halten will, setze ich hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns sofort wieder, wenn die mach Vorbereitung... Mach doch keinen Cut, arbeite doch mit Zeitraffer. Nee. Ich setze lieber einen Cut und dann ich mache einfach jetzt einen Cut und wenn die Vorbereitung fertig ist, zeige ich euch, was ich gemacht habe. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, nachdem ich jetzt den Kalender hier angepasst habe, Trainingslager... meine Taktik aufgestellt habe. Das war gerade mein Telefon. Und das Team aufgestellt habe. Ja, dann würde ich jetzt... Nein, dann mach's mal leise. Würde ich jetzt sogar da voranschreiten, das erste Mal jetzt weiter zu simulieren. Ich muss noch zwei Sachen machen. Einmal das und dann nochmal erstmal ein paar Sachen entwickeln. So. Scouts... Warum habe ich so viele Scouts? 6 Stück. Hätte ich entlastet erstmal welche. 6 Stück brauche ich nicht. Zum Beispiel, der ist nicht gut. Und Scout 1 ist auch nicht gut. Der hat nicht gute Punkte. Dafür würde ich mir jetzt erstmal noch einen Amateurtrainer brauche ich ja nicht, weil ich meine zweite Mannschaft ja außer Gefecht ist.
Geschäftsführer Michael Born. Okay, klappt nicht. Bürogebäude ausbauen. Gut, dann simuliere ich jetzt auch das erste Mal. So, ihr würdet den gerne nehmen, dann könnt ihr den auf jeden Fall für... Wir werden nicht absteigen, ich werde dem Verein treu bleiben und ich fordere Disziplin und wir werden viel rotieren. Jugendtag. Ido. Jugend, nee, der ist ja mal richtig schlecht, den lehnen wir leider ab. Hansa hat das Freundschaftsspiel angenommen. Cutledge ist jetzt verliehen. Warum hast du gegen Hansa? Weil ich gegen Hansa spielen will. So, das ist jetzt so zurzeit meine Mannschaft. Ich bin mit der echt zufrieden. Außer links, weil Hasebe ist eigentlich nicht so, wo ich sagen muss, den will ich links spielen haben. Oh, Marc Stenderer. 6,75 Millionen. Verkaufe ich den? Niemals. Nee, den... In der derzeitigen. Was mache ich da bloß? Ich simuliere jetzt bloß noch ein bisschen. Und hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Spieler, diese Spieler verleihe. Ah, jetzt hole ich mir noch zwei Spieler. Jetzt sind mir doch noch welche eingefallen, die ich haben will. Einmal Gashi. Oh, der ist teuer. Habe ich für den so tief in der Tasche greift? Ja, für den... Oh nein, aber der bleibt im Blickfeld. Den werde ich mir holen. Dafür werde ich auch den einen oder anderen ablehnen. Du gehst auch in mein Blickfeld. Ich mache Marc Stenderer aber erstmal jetzt ein bisschen unterkäuflich. Ich sag so, wenn da das richtige Angebot kommt, ist der auch ganz schnell weg. Ja, wenn nicht für 6,75 Millionen. Nö, so wenig nur auch nicht. Also bei 8 wäre ich verhandlungsbereit. Ja, ich habe ja schon aus dem Ausland 6,75 Millionen bekommen. Ganz viel 6,75 Millionen, aber mehr auch nicht. Marc Stenderer, Kaufangebot, Liverpool. 6,25 Millionen. Ha, schlecht. Erstmal abgelehnt. HSV, 6 Millionen für Okchipka. Nö. Das ist schon die andere Sache. Ich spiele ja mit keinem Linksverteidiger. Ich spiele ja mit einer Dreierkette. Du hast drei Innenverteidiger. Ja. Ich habe einen links, einen rechts. Nee, das ist zu weit auseinander, dann ist die Mitte zu offen. Und die Linksmittelfeldspieler, die müssen dann immer vor und zurücklaufen. Die haben ziemlich lange Laufwege, aber deswegen hole ich mir mehrere. Deswegen wäre ich jetzt sogar bereit, Okchipka abzugeben. Das ist jetzt die Frage, du hast ja recht, und wäre es zu offen. Ich verhandle erstmal. 6 Millionen ist ein guter Preis, da kann man sich auf jeden Fall mal noch einen neuen für kaufen. So. Habe ich denn jetzt halt für drei Innenverteidiger da? So. Raphael Holzhauser ist unser erster Neuzugang. Kommt von Austria Wien. Aber spielst du mit Defensiven? Ja, mit einem und mit einem Zentralen. Ein zentralen Mittelfeld, ein defensiven. Ja, offensiven. Und dann einen offensiven, zwei rechts, also ein rechts, ein links und zwei Stürmer. Florian Kainz wird auch nochmal mitgenommen. Große Zukunft, du wirst langsam ans Team herangeführt. Längere Vertragslaufzeit. 1000 und 25.000 hier. 500.000 Gehalt müsstest du annehmen. Gianluca Waldschmidt kann auf jeden Fall gehen. Du kannst auch gehen. Und du auch. Oh, Schipka. Wo haben wir denn genug Innenverteidiger? Also, ich habe 4 insgesamt und. Ja, ich auch. 5 eigentlich. Also genug haben wir. Es werden ja nicht alle drei auf einmal ausfallen. Verkaufst du ihn jetzt? Hä? Für wie viel verkaufst du Schipka?
knapp 6. Ich werde den Preis auch noch versuchen, raus höher zu handeln. Aber für 6 Millionen kannst du zur Not ja auch noch was anderes holen. Aber Joshua Kimmich werde ich nicht holen. Der, nee, Burgstaller auch nicht. Fällt mir nur diese jungen 3-4 Talente sichern. Nein, soll er nicht. Schendera 6-6-6. Nee. Oh, ich muss jetzt dreimal hintereinander ein Angebot für Okshipka ablehnen. Für Dings ablehnen. Ja, ja, genau den. Nein, nein, nein. Oh, ja, passt. Ich hatte es jetzt noch nicht gejuckt, ne? Nee, hat es auch noch nicht. Warte mal, wenn jetzt. Mit wem bin ich jetzt in Verhandlung? Wenn ich jetzt einen rechts noch unten links bekomme. Dann habe ich viel zu viele 6 defensive Mittelfeldspieler. Dann kann der auch noch gehen. Dann spare ich sein Gehalt auch noch mal. Zweite Liga. Transferstatus. Zack, dann ist der auch weg. Dann spare ich da auch noch mal was. Und dann, weil der kommt, dann der mit Flum plane ich auch nicht. Da plane ich mit anderen Spielern, den würde ich direkt für eine Mille verkaufen. Echt jetzt? Ja, der ist nicht gut. Der spielt bei mir links noch. Teamstatus und Trans. Naja, der hat zentral Mittelfeld 72, ne? Das ist aber nicht so mein Ding, weißt. Ich spiele da lieber mit Gacinovic, mit diesen Talenten arbeite ich eh viel lieber, weil das, weiß nicht, die haben mehr Entwicklungspotenzial. Den hast du noch, ja? Ja. Ich nicht mehr. Doch, der hat meiner Meinung nach gute Chancen. Der hatte bei mir aber unter 57 Punkten, ich glaube 56, 55. Nee, der hat über 60. Nee, hat er nicht. Natürlich. Also, ich guck nach. Transfermarkt. Verhandlungsstatus. Gacinovic, Freiburg. Ja. 58. Ja, sicherlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt das. Der kann gehen, der geht nach. Florian Kainz steht unter Vertrag. Wer? Kainz. Wie er sich einfach die Spieler snackt, die ich mir snack. Du würdest. Ablöse Summe für Oshipka 4,9 Millionen. Sicherlich. Dann zahlt ihr halt 5. Zack, da sind wir jetzt beim Laktat-Test. Mal gucken, was hier so passiert. Wer hat denn jetzt hier Punkte? Der kommt erst. Hä, warum machst du ihn vor dem Trainingslager? Den macht man nach dem Trainingslager? Nein, den macht man direkt, wenn sie aus dem Urlaub kommen. Weil man, ich mache ihn immer nach dem Trainingslager. Ja, aber man muss ja sehen, was die in den so gemacht haben. So. Ja, was bringt denn das? Viel mehr interessiert es mich, was sie im Trainingslager gemacht haben. Das siehst du ja, da kriegst du doch Anzeigen für, was die sich verbessert haben. Ich glaube, sie nicht, guck mir die an. Tja. So, neue Sponsoren auf jeden Fall am Start. Marc Stendera, ich gehe mal auf Verhandeln, aber ich werde auf jeden Fall den Preis viel höher an. Ich möchte mindestens 8 Millionen für ihn haben, mindestens. Kriegst du nicht. Wenn ich sie nicht krieg, dann geht er nicht. Ganz einfach, ne? Noch kein Neuzugang hat unterschrieben. 4 Neuzugänge und ja, 3-4 Abgänge. Auch 4 Abgänge jetzt noch. Ja. Oh, Schipka beschwert sich gerade, dass ich ihn nicht verkauft habe, aber ich habe ein Angebot von ihm bekommen, ne, für knapp, keine Ahnung wie viel. So, Okshipka, das ist jetzt so das Ding. Das Ding ist gerade 7 Millionen. Für 350.000. 7 Millionen möchte ich für dich und für dich möchte ich deinen Marktwert plus ein Jahr Gehalt, 9 Millionen. Was ist ein Jahr Gehalt bei dir? Na, knapp 1 Million verdient er. Deswegen möchte ich auch das, was ich ihm dem Jahr noch gezahlt hätte, möchte ich auch noch ins Ablöse reinhaben. So, jetzt haben wir Florian Kainz steht unter Vertrag. Ich hätte jetzt schon den zweiten Spieler gerade bekommen. Website. Raphael Holzhauser steht unter Vertrag. Flum ist ausgeliehen. Und
Johannes Eggestein steht unter Vertrag. Neuverpflichtung, Burgstaller stellt sich am wenigsten als Flop heraus. Er ist ein Punkt schwächer, als sie ihn bisher angenommen haben. Gut. Ein Glücksgriff und ein am Arsch ist okay. So, aber jetzt haben wir. Jetzt habe ich mir wieder ganz junge. Ah, okay, Talente zwei. Gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die jetzt alle beide ein Ranking von 66 haben. Ich bin gleich beim ersten Spiel. Ich auch gleich. Ich hoffe jetzt wenigstens, dass die anderen beiden noch. Ich hoffe jetzt, dass die anderen beiden noch einen Vertrag unterschreiben. Immer noch. Ich möchte 8,9 Millionen glatt. Kennst du guten Rechtsmittelfeldspieler? Es gibt viele, aber die kommen halt alle nicht, ne? Ich möchte eine Rückkaufoption haben von 11 Millionen, dann könnt ihr... Dann kriegst du den Spieler erst recht nicht. Ist mir egal, ich will ihn ja nur verkaufen. Gut, Jan Kirchhoff wird nichts, neuer Innenverteidiger. Ich hole mir als Rechtsmittelfeld Philipp Schobesberger. Der ist zwar auch letztlich vom Ranking her der Stärkste, aber ich glaube, der hat sehr viel Entwicklungspotenzial. Oh. Marco Stefandl steht unter Vertrag. Jugendspieler von Bayern. Nice. So, jetzt haben wir noch zwei, die gehen können. Jetzt würde ich mal gucken... Kannst du zentral? Ja, kannst du. Nein, kannst du nicht. Dafür würde ich jetzt erstmal. Du gehst eh. Florian Kainz würde ich noch mitnehmen. Du kannst auch defensiv spielen. Ja, du kannst. Ey, du kannst ja fast alles spielen. Der Typ ist geil. Schobesberg. Nein. Holzhauser. Eieiei. Was ist denn jetzt los? Warum macht meine Maus das, was sie will? Ist sie behindert? Weiß ich nicht, braucht sie das. Nur nochmal Eggestein als Ersatzstürmer mit, auch wenn der nur 49er Ranking hat, aber läuft. So, jetzt habe ich noch. Jetzt muss ich wieder gucken. Na, vielleicht jetzt. Gagi. Wo ist denn der Gagi? Öffne Taktik. Er übertreibt nicht. 5 Millionen gebe ich euch für ihn. Man muss auch nicht übertreiben vom Preis her, ne? Und dann würde ich dich auf jeden Fall auch noch gerne mitnehmen als Satz, als Stimme. 1 Million. Ich gebe euch glatt 1 Million für ihn. Ein Satz sollt ihr bitte 45% spielen. Und Taulans Schaka. Nein, er will nicht. Innenverteidiger. Kennst du einen guten Innenverteidiger? Hm? Ein Innenverteidiger. Was? Innenverteidiger. Der ist so lange verletzt, das ist scheiße. Ich brauche nur noch einen Innenverteidiger, dann bin ich, denke ich mal, mit durch. Schau mal in England, ich glaube, da gibt es 1-2. Der wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Frage ist, wie viel möchte Stuttgart für den? Ah, das ist zu hoch. So viel zahle ich nicht für ihn. Innenverteidiger würde ich am liebsten, oder würde ich immer in Dings gucken. In England gucken. Taktik steht fest. Spiel starten. Machst du auch schon ein zweites Spiel diese Folge? Ja, ne? Ich mache diese Folge noch eins, aber ich muss erstmal. Textmodus oder Videotext? Ich mache schnell Sofortberechnung eigentlich. Das mache ich nie. Bamba Anderson, ich habe keinen Verteidiger. Nee, das muss sich ändern. Und Spiel starten. Kämpft um jeden Ball. Gut, dann werde ich nach dem Freundschaftsspiel auf jeden Fall die Folge noch nach einem Innenverteidiger gucken. Die Folge beenden. Ja, und dann werde ich zur nächsten Folge mir einen rauspicken. Es steht 0-0 gegen Chiapas FC. Würde ich, weiß nicht, 300.000, 350.000 für 4 Jahre, das große Zukunft, zack, wäre ich Vertrag unterschrieben.
Das kommt rein, das kommt rein, das, das und das. So, Trainingslager beginnt. 7 Millionen bleibt meine Forderung. So, erstes Freundschaftsspiel. Ja, den nehmen wir nicht eigentlich auf, aber Flum ist weg. Flum verkauft. So, ich würde dich spielen lassen. Stefhandel mitnehmen. Da werde ich jetzt die Taktik noch nicht groß umpendieren. Ey, ich bin so lax, Alter. Ja? Ich hätte auch die Bank mal besetzen sollen. Hast du die gar nicht besetzt? Doch, aber irgendwelche Scheiße ist drauf, den ich jetzt nicht einwechseln kann. Ja, das passt. Lukas Teigenhoff, oder wie ausgesprochen wird, macht das 1-0. Spielmacher Gacinovic, Sturmtank, Kasteignos. Und ab ins Spiel. Textmodus. Kämpft um jeden Ball. Perfekt, passt. Dann würde ich sagen, und zack. Ich würde sagen, 1-0 gewonnen, das ist das dritte Spiel. Bei mir steht es 1-1 zur Halbzeit, das ist nicht stark. Es war auch ein wirklich nicht leichter Gegner. Der hatte schon was drauf. Schobesberger, dafür kommt Stefhandel nochmal in die Partie. Für Gacinovic kommt Holzhauser. Keins kommt für Hasebe. Und Eggestein für Seferovic. Torben Benaglio wechselt zu Real Madrid im Spiel bei mir. Erstes Spiel geht 2-1 für uns aus. Ist ganz in Ordnung. Mit meiner Forschung ist es wieder vergeht, wenn. Stefanel hat gespielt, die ganzen Talente durften jetzt mal spielen. Hast gehört, ne? Was? Dass du die Folge mal beenden sollst. Ja, mache ich jetzt auch. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir darauf ein, dass wir zum Abschluss meine Mannschaft sehen. Und damit beende ich jetzt den Part. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.